unserem Inselhüpfen über den Archipel Jugoslawien hüpfen wir heute aus dem Berliner Studio nach Kaiserslautern zu Tian Sila, um sein neues Buch Krach vorzustellen, das Anfang Mai beim Kiwi Verlag erschienen ist. Lieber Tian Sila, ich freue mich sehr, dass du unsere Einladung angenommen hast und dass wir beide gemeinsam deinen Roman vorstellen. Ja, ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wie du weißt, ist ja unser diesjähriges Programm dem Archipel Jugoslawien gewidmet, 1991 bis heute. Und dein Buch hat ja auch in einer entfernten Art und Weise damit zu tun. Ich finde es auch, ich kann mir das gar nicht verkneifen, es zu sagen, aber ich finde es fast rührend und auch ungewöhnlich, dass du und ich, die beide in Sarajevo geboren wurden, du 1981 und ich 1982, nun von Kaiserslautern und von Berlin aus uns auf Deutsch unterhalten über ein Buch, das du in deutscher Sprache geschrieben hast. Das ist schon der Wahnsinn, oder? Ja, so ziemlich der Wahnsinn, und ich glaube, ich würde in eine total melancholische Stimmung verfallen, aber das kann ich gar nicht machen bei deinem neuen Buch Krach, denn vielleicht gibt es ab und zu einen melancholischen Moment, der da sprießt, nur es ist ein Buch, das in einem rasenden Tempo geschrieben ist, es ist ein Buch, das unglaublich unterhaltsam ist, es ist ein Buch, das sehr schnell ist, es ist ein Buch, das nur so vor Leben strotzt, in vielerlei Hinsicht, und deswegen werde ich mir heute meine Melancholie eigentlich sehr gerne verkneifen und ganz in deine Welt eintauchen. Und das ist eben, das ist Calvusberg im Jahr 1998, in eine Zeit, ich werde dich zitieren, als manche von uns Helly Hansen-Jacken trugen, manche Tic-Tac-Toe gehört haben, andere wiederum, wie sagst du, große Logos, große Überschriften auf der Brust getragen hatten. Und das ist die Welt, in der ein neuer Held entsteht. Wir kennen aus der Literaturgeschichte, kennen wir Holden Caulfield, wir kennen Chick, und nun haben wir auch einen Bosnier, der sich in Reihe dieser Helden gut einreihen kann, und das ist Sabahudin Hadžialijagić, eigentlich ein Bosnier, und ich hoffe, dass er mindestens ein so langes Leben hat wie die anderen beiden Helden, die ich genannt habe. Oh ja, das hoffe ich ja auch. Ich bin da auch ganz zuversichtlich. Also wie gesagt, wir sind ja im Jahr 1998 und wir haben einen jungen Punk, der aus Bosnien stammt oder seine Eltern, und der unter anderem versucht, nicht nur sein Abi zu bestehen, sondern als Punkmusiker auch eine Karriere zu machen. Ja. Ja. So etwas wie eine Karriere. Also er möchte auf jeden Fall eine Karriere innerhalb dieser Szene machen. Das ist seine alleroberste Priorität. Und genau, wie du schon sagtest, 1998 spielt der Roman, was für mich wichtig war, weil meine Familie 94 nach Deutschland kam und ich tatsächlich sehr früh mit dieser deutschen Punkszene in Berührung kam und da auch tatsächlich ziemlich aufgeblüht bin. Also das war für mich ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Und der große Unterschied aber zwischen mir biografisch und meinem Protagonisten Sabahudin ist die Tatsache, dass er in Deutschland zur Welt gekommen ist und dass er den Krieg, der in Bosnien seit kurzem erst so ungefähr vorbei ist, auf andere Art und Weise verarbeiten muss, als ich es damals verarbeiten musste. Und zugleich versuchte natürlich, jemand anders zu werden, wie man das eben macht in diesem Alter, wenn man sich so langsam dem Ende der Schulzeit nähert, die Adoleszenz hinter sich lassen muss. Man möchte herausfinden, wer man ist. Und Sabahudin oder Budo, wie ihn seine Familie nennt, oder Gansi, wie ihn seine deutschen Freunde nennen, Namen spielen eine große Rolle in diesem Roman. Er versucht das eben als Punkrocker. Genau. Ja, da gibt es ja auch Parallelen zu dir. Ich habe gesehen, dass dein Verlag auch dein Buch beworben hat, dass du auch vor kurzem ein Album aufgenommen hast mit deiner Band. Kein Album, es ist eine Single nur. Tatsächlich haben wir aufgenommen. Wir wollen auch bald, sobald es Corona zulässt, wieder ins Studio gehen. Ich habe tatsächlich schon Ende der 90er dann auch angefangen, viel in Punkbands zu spielen. Wir haben auch Konzerte gespielt. Und nach einer längeren Pause, die auch damit zu tun hatte, dass ich tatsächlich Romane geschrieben habe, habe ich jetzt seit etwa 1,5 Jahren wieder eine Punkband mit beinahe 40. Okay, offenbar tue ich mir schwer damit, den nächsten Schritt im Leben zu machen. Genau, und wir waren im Studio, wir haben Aufnahmen gemacht. Und Studio soll heißen, in diesem Fall, das war der Keller von so einem Vereinshaus, von einem Tennisclub, wo so ein kleiner Proberaum drin angemietet wurde von einem Freund. Das war ganz cool.
Ja, nach dieser Einführung schlage ich mal vor, dass wir etwas aus deinem Buch hören und uns dann weiter unterhalten. Ja, sehr gerne. Also die erste Passage, die ich heute vorlesen möchte, die behandelt, wie vorhin schon angedeutet, die Frage des Namens. Und zwar die Band des Protagonisten soll in Münster ein Konzert spielen, bekommt es dabei natürlich mit jemandem zu tun, der starke Meinungen zu dem Thema Herkunft und Namen hat, obwohl es sich hierbei um jemanden handelt, der eigentlich deutsch ist. Und da gibt es natürlich auch eine gewisse Reibung. Okay. Das Konzert in Münster war ein Riesenscheiß, aber schon so von der guten Art. Da dem AZ, das heißt in diesem Zusammenhang dem Autonomen Zentrum, da dem AZ ein sauertöpfischer Ruf vorauseilte, befürchteten wir, dass es lahm werden könnte, was dann auch so kam. Manche Städte haben nette Ecken, Münster ist die zur Stadt gewordene nette Ecke. Richtig ekelhaft. Dementsprechend war das AZ nicht die übliche Stinkdrüse mit braun verkrusteten Kloschüsseln, sondern ein vom Rathaus zur Verfügung gestellter Kulturraum aus den 70ern. Ziegelwände, Balkendecke, Bühne, alles war da. Eine Arschgeburt mit Brille, Fusselbart und Propagandi-Shirt winkte uns auf den Parkplatz ein. Ich bin Yukio, ich bin hier im Vorstand, ich veranstalte das Konzi, verkündete er mit bissiger Förmlichkeit. Einige Minuten später werden wir ausluden, sprach Pirmin aus, was uns alle beschäftigte. Wie heißt der Kerl jetzt genau? Ich habe irgendwas wie Joghurt verstanden. Ursel hatte es gar nicht als Scherz beabsichtigt. Wir kackten uns trotzdem vor Lachen ein. Ich musste meinen Music Man absetzen und in die Hocke gehen, sie sich übers Cab legen, das sie mit Beppo geschoben hatte. Ich sehe, es herrscht gute Laune. Joghurt stand in der Tür und blickte uns missbilligend an. Du, Sammer, Ursel wischte sich die Tränen mit dem Ärmel weg und stützte sich auf der Lautsprecherbox ab. Was wir uns gerade fragen, wie war dein Name nochmal? Du hast genuschelt. Ich habe nicht genuschelt, erwiderte er kühl. Okay, dann haben wir uns halt die Ohren nicht geputzt. Trotzdem, ich muss fragen. Man will sich ja verständigen können. Ich versuchte, unschuldig zu klingen. Also gut, dann nochmal, er seufzte. Ich heiße Yukio. Yukio. Yukio, was denn das für ein Name? Wo kommt der her? Meine Neugierde war durch und durch bosnisch. Auf dem Balkan lässt sich am Vornamen meistens nicht nur die Religion, sondern sogar die Konfession erkennen. Ist das aus dem Islam, fragte ich. Was tut das zur Sache, antwortete Yukio pissig. Was soll die Frage? Nur so, sagte ich, bin halt neugierig, man darf doch wohl fragen. Was spielt es denn für eine Rolle, aus welchem Kulturkreis mein Name stammt? Ist das eure Art zu denken? Beurteilt ihr Menschen etwa nach ihrer Herkunft? Hä? Nee, guck, ich heiße Sabahuddin, das ist ein muslimischer Name. Und weißt du, was er bedeutet, fragte ich. Joghurt war besiegt. Leute wie uns kannte er nur vom Hören sagen. In Ordnung, was bedeutet er denn, dein Name? Das Gebet zum Morgengrauen. Es verraten zu können, machte mich aus irgendeinem Grund so glücklich, dass ich beim O fast kiekste. Beppo ließ mir das natürlich nicht durchgehen. Oh, die betende Leberwurst zum Frühstück. Aber Pirmin überraschte mich. Und was bedeutet dein Nachname, fragte er. Pilger, antwortete ich. Das Hadji in Hadji Ali Agic kommt vom Hadsch und das ist die große Pilgerreise nach Mekka. Unter meinen Vorfahren waren nämlich mehrere richtige Pilger, die von Mostar nach Mekka und zurück gereist sind. In Bosnien ist es sogar ein Riesenkompliment, wenn du zu jemandem sagst, du bist ein wahrer Hadjia. Das heißt dann nämlich, dass es voll der coole Mensch ist. Also bedeutet dein Name übersetzt Lacho-Mann, scherzte Beppo. Und ich sagte so ungefähr. Bei mir in der Stufe gab es eine, die mit Nachnamen Rocker hieß, sagte Ursel. Darauf war ich ziemlich neidisch. Ohne Grund, tröstete ich sie. Spitz ist ein absolut geiler Familienname und er passt zu euch. Ihr seid ja auch ein bisschen Spitz. Ja, wie Nachbars Lumpi, lachte Beppo. Nee, vom Charakter her meine ich. Und auf die gute Art. Spitz und kantig. Dafür strahlten mich die Geschwister an und ganz komisch, zum ersten Mal fiel mir auf, wie schief bei beiden die Schneidezähne waren und wie gut es ihnen stand. Und was bedeutet der Rest von deinem Nachnamen? Das Jaljagic meine ich, fragte Ursel. Ich musste gestehen, dass ich das nicht wusste. Selbst Beppo sagte, dass es ihn jetzt auch irgendwie interessieren würde. Frag doch mal deinen Vater, meinte er. Ich finde, der Name passt gut zu dir, sagte Pirmin. Gell? Ich bin ein Pilger dieser coolen Welt. Das sagte ich nicht, weil ich mir wirklich was dabei dachte, sondern weil ich fand, dass es irgendwie gut klang.
Dann wandte ich mich an den linken Clemmy, der uns während unseres Gesprächs mit wachsendem Entsetzen angestarrt hatte. So, siehst du, ich habe dir alles erzählt und ich schäme mich für nichts. Jetzt bist du dran. Wo kommt dein Name her? Yukio ist ein japanischer Name, sagte er und floh in die Tiefen des AZ. Wir standen stumm zwischen unseren Verstärkern, Ruck- und Schlafsäcken, Beckentaschen und Gitarrenkoffern. Ich warf einen Blick zur Tür, um zu sehen, ob er noch in der Nähe war, und flüsterte dann: Sah dieser Vogel für euch aus wie ein Japaner? Nee, und nimmer, er ist blond. Viele Russen sind blond, gab Pirmin, der Russe war, zu bedenken. Und er sagte doch was von Herkunft, also nehme ich an, dass er kein Deutscher ist. Was auch immer er sein mag, wenn Japaner so aussehen, dann wäre es schanet, sagte Beppo. Das Rätsel Yukios Herkunft löste sich eine Stunde später auf, als wir mit ein paar Mädels aus dem AZ zusammensaßen und das Linsencurry aßen, das sie für die Bands gekocht hatten. Wie es sich herausstellte, ohne dass es uns wirklich überraschte, hassten sie Yukio. Er war ein von allen und allem enttäuschter Ehrgeizling, der sich sanft gab, aber mit unerbittlicher Härte über andere herfiel. Über andere Linke verstand sich. Milchbrötchen wie er legten sich nicht mit Glatzen an. Ein bisschen skandieren auf Demos war alles. Yukio sei ein Arschloch bis ins Mark, sagte eine der Punkerinnen. Ein Wichser, der lauthals Feminismus predige, dass der Kochen von Bands aber den Mädchen überließe. Ja, und ist er jetzt ein Chines oder was soll der Name, fragte Beppo. Psa, höhnte eins der AZ-Mädchen. Er ist ein Deutscher mit Stammbaum, ein Münsteraner Lehrerkind. Seine Mutter hat ihn nach irgendeinem Schriftsteller benannt, hat sie uns selbst erzählt. Die ist nämlich so eine, die kommt ab und zu hier vorbei, um ihren Sohnemann in seinem kleinen Königreich zu bewundern, sagte ihre Freundin im Ass-Factor-Shirt. Nach einem Schriftsteller, schaltete sich Urslein. Nach Yukio Mishima? Kann sein. Yukio Mishima, das war ein Riesenfascho. Was, echt? Er wollte sogar putschen und hat sich dann umgebracht, weil es nicht geklappt hat. Harakiri. Kurz herrschte Stille, dann brüllten unsere Köchinnen. Yukio, komm mal her. Komm sofort her. Er storchte herbei, das knochige Brustbein vorgedrückt. Was ist denn? Der Yukio, nach dem dich das Muttchen benannt hat, das war ein Nazi, brüllte das S-Factor-Mädchen. Das hast du uns verschwiegen, du Pisser. Verschwiegen? Was heißt jetzt? Also, eine Faschosau war das. Also nein, das ist verkürzt, entgegnete Joghurt mit frostiger Verlegenheit. Er war eine ambivalente Figur. Ambivalent, na ja, widersprach Ursel. Er war ein Waffennarr und Bodybuilder. Es gibt Fotos von ihm, wo er nackt und eingeölt mit einem Schwert rumfuchtelt. Wie Conan der Barbar, nur halt mit einem Aerobic-Body. Besonders ambivalent finde ich das jetzt nicht. Ich beobachtete das Schauspiel mit Grauen. So würde wohl mein Alltag als Student aussehen. Scheißduelle zwischen Schlau wie Schlümpfen. Das war's. Das war die erste Stelle. Ah, wunderbar, wir haben schon einen so schönen Einblick bekommen, auch in deinen Humor, von dem auch das Buch ja fast platzt. Und auch, was ich ganz spannend fand in diesen ganzen Identitätsdiskursen, ist, wie du, mit wie viel Witz und Humor du das aufgreifst und auf wie vielen verschiedenen Ebenen du damit spielst. Also wie vielschichtig eigentlich eine Identität ist. Und wir kennen ja gängige Diskurse, dass die anhand von Ethnie, anhand von Sprache, anhand von Religion ausgeht. In deinem Buch finden wir aber auch eine mögliche Zugehörigkeit für den Helden, und zwar in einer Subkultur. Ja. Warum hast du dich dafür entschieden, eben nicht nur auf diesen schon bekannten Floors und Podien zu spielen, sondern etwas ganz Neues aufzugreifen und einzuführen? Ja, dafür gibt es zwei Gründe. Also ich habe meine eigene Jugend dann auch in Deutschland schon so erlebt, dass für meine Identität auch das stiften war, was ich mir selbst suchte. Das heißt, ich war keineswegs in so einem Zustand gefangen, dass ich mich ausschließlich als Bosnien-Flüchtling verstand in einem fremden Land. Ich hatte ja Lust, an diesem Land teilzunehmen. Und die 90er Jahre waren natürlich auch eine exzessive Zeit. Überall waren Raves und Techno. Es gab Konzerte. Es gab einfach in Deutschland was zu tun. Und ich hatte einen Riesenhunger daran. Einen Riesenhunger nach Popkultur, nach Freundschaft auch letztendlich. Das heißt, für meine Identität war es ganz wichtig, dass ich meinen Interessen nachging. Und diese hatten sich tatsächlich schon im ehemaligen Jugoslawien, in Sarajevo gebildet. Also all meine Freunde hörten Heavy Metal und die Ramones liefen im Fernsehen. Es war keineswegs so, dass ich nach Deutschland kam und all diese Sachen entdeckte. Aber da in Deutschland eben kein Krieg war, hatte ich endlich die Chance, als ich in die Pubertät kam, mich so ein bisschen der elterlichen
Fürsorge entzog, an diesen Sachen teilzunehmen. Meine Eltern sahen es damals nämlich gar nicht gern, dass ich mir irgendwelche verrückten Frisuren schnitt und Lederjacken trug oder ähnliches. Meine Eltern waren sehr altmodische jugoslawische Eltern, würde ich sagen. Also meine Mutter hatte diesen großen Wunsch, dass ich jeden Tag auch im Sommer einen Rollkragenpullover das Haus verlasse und einen Mittelscheitel trage. Und am besten Schach spiele, obwohl ich überhaupt kein Interesse an Schach hatte. Das war wirklich so ihre Vorstellung davon, wie ein junger ehemaliger Jugoslawe in Deutschland zu Erfolg gelangen würde. Ich wollte aber lieber so auf Punkkonzerte gehen. Und ich erlebe diese Identitätsdiskurse im Moment, dass sie sich hauptsächlich aus den Mängeln heraus zum Identitätsbegriff dann durchwursteln. Also eine Identität ist etwas, das sich oftmals aus so einer Erfahrung der Benachteiligung, der Diskriminierung bildet. Selbstverständlich gehören zu einer Identität, die einen Migrationshintergrund mitbringt, auch Erfahrungen von Diskriminierung und Benachteiligung. Das auf jeden Fall. Aber ich habe es immer so empfunden, dass es für mich persönlich, und ich spreche hier wirklich nur für mich persönlich, keine positive Sache gewesen wäre, meine Identität aus diesem Mangelgefühl herauszubilden, sondern ich wollte, dass meine Identität sich immer um die Sachen bildet, die mir wichtig sind, die, also um meine Leidenschaft, meine Interessen. Das einerseits und andererseits würde ich sagen, dass auch so meine Identität als Bosnier da natürlich eine starke Rolle mitgespielt hat. Ich würde sagen, dass kaum ein Volk hat solch einen geringen oder legt so einen geringen Wert auf reines Blut wie Bosnien. Wenn ich mir meine eigene Familie anschaue, in der wirklich alle drei monotheistischen Religionen vertreten sind, von den Christen sind zwei Konfessionen vertreten. Der muslimische Teil meiner Familie hat vor zwei Generationen zwei kleine Roma-Jungs adoptiert. Also es ist eine durch und durch multikulturelle Familie. Und das ist auch ein Thema, das in Krach wichtig ist. Also die innere Multikulturalität. Hier im Fall eines Bosniers, also Bosnier sind ein sehr multikulturelles Volk. Die hat natürlich damals in den 90ern, ging sie mit vielen Konflikten einher. Man musste für sich selbst erörtern, je danach, wo man sich in diesem Krieg positioniert sah, wie man zu bestimmten Teilen der eigenen Verwandtschaft steht. Ich glaube, jede bosnische Familie hat diesen Reibungsprozess hinter sich gelassen. Sabahudin durchläuft ihn ganz stark. Also er kämpft um seine Seele gewissermaßen. Möchte er sich von Verwandten, die sagen wir christlich sind, abgrenzen, obwohl sie nicht unmittelbar an diesem Konflikt teilgenommen haben? Seine Antwort am Ende ist eben nein. Also dass man verzeihen muss, was zu verzeihen ist, aber nicht dort einen Groll hineinbringen soll, wo gar keiner ist vielleicht. Es ist auch die Geschichte eines Erwachsenwerdens. Aber um zurück zu mir zu kommen und zu der Identitätsfrage, ich erlebe auch heute Jugendliche so, und ich arbeite ja hauptberuflich als Lehrer an einer berufsbildenden Schule, dass Jugendliche keineswegs ihre Identität ausschließlich aus dem ethnischen Begriff bilden, auch wenn dieser natürlich wichtig ist, je danach, wo man her ist, das bringt man viel mit. Und das ist aber nicht wichtiger als die eigenen Interessen. Und viele meiner Schülerinnen und Schüler fahren dann Skateboard. Und das ist ganz, ganz wichtig für ihre Identität, dieses Skateboardfahren. Oder sie spielen Instrumente, sie tanzen. Ich hab eine kosovarische Schülerin, die in so einem Gardetanzverein ist. Und das ist das Wichtigste für sie, dieser Gardetanz bei Fasching. Also meiner Meinung nach ist das eine der, also etwas, das davon habe ich ja spät gehört, das ist so eine totale Subkultur, aber die Leute, die das betreiben, sind fanatisch, sie fahren auf Wettbewerbe und sie ist da total integriert und das ist was ganz Wichtiges für ihre Identität. Und ich dachte immer, wieso immer über diese Benachteiligungen sprechen, wieso immer über das Negative sprechen? Ich denke, bei einer multikulturellen Gesellschaft geht es auch so um die Lust aneinander. Sie kann auch nur funktionieren, wenn man diese Lust aufeinander hat, statt die ganze Zeit so in Argwohn einander gegenüberzustehen, einander zu misstrauen, aufzurechnen, wo es andere vielleicht leichter hatten als man selbst. Das sind alles Sachen, die kenne ich aus dem eigenen Denken. Also nichts, was ich irgendwie hier erwähne, ist mir fremd. Aber ich denke, für ein gutes Miteinander, für mich persönlich, ist es wichtig, dass man sich auf diese positiven Sachen konzentriert und so meine Leidenschaften, die ich mir teilweise mit meinem Erzähler Sabahudin teile. Ja. Die waren für mich da immer wichtig. Ja, ich finde auch diese deine Perspektive auf Fragen der Integration und die Frage der Identität unglaublich spannend, auch weil ich das beobachtet habe. Immer, ich bin das Opfer von einer unfairen Gesellschaft, was zum Teil sicher stimmt.
Es ist aber auch, ich würde jetzt fast sagen, ein neues Rezept, das du vielleicht einigen mit auf den Weg geben kannst. Wie kann Integration auch aussehen? Eben durch das Lustprinzip. Also ich habe Lust, in dieser Gesellschaft, wie sie auch ist, mitzuwirken und da den eigenen Platz zu finden. Wobei das ja, ja auch manchmal Gansi oder Buddha, dein Held, der muss es ja manchmal auch mit Fäusten machen, denn seine, ja, ja, seine größten Gegner sind ja Nazis. Ja, ja, also er ist natürlich auch ein erlebnisorientierter junger Mann, das heißt, er sucht schon das Abenteuer, er ist keineswegs ein sanfter, zurückhaltender Kerl, er ist schon jemand, der das Abenteuer sucht, dem auch diese männliche Behauptung zum Beispiel einer Klopperei wichtig ist. Mhm. Auch das ist Teil eines Erwachsenwerdens, natürlich auch das lässt er zunehmend hinter sich. Ich wollte aber auch keinen Roman schreiben, bei dem ich so Zeigefinger wedel und sage, so seht ihr, junge Männer, hört auf, euch zu schlagen. Ich versuche grundsätzlich in meiner Literatur eigentlich wenig didaktisch und Maßregeln zu schreiben, als vielmehr so einfach so eine gewisse Vieldeutigkeit aufzumachen. Und wenn es zu einer Jugend halt eben auch dazu gehört, dass man das Abenteuer sucht und sich prügelt, dann ist das jetzt zunächst einmal etwas, was ich beschreiben will und woraus ich irgendwie versuche, etwas zu lernen, auch für mich selbst, über die Figur, über mich selbst. Und so ergibt sich das dann. Genau, ich hätte noch eine Frage zum Thema Identität. Ich habe nämlich auf deiner wunderbaren Facebook-Seite gesehen, dass du vor gar nicht so langer Zeit ein Foto gepostet hast, als du Pionier wurdest. Ja. Also ich weiß, dass du die vorletzte Generation warst, weil ich die letzte war, 89. Ich dachte immer, doch, du hast recht, ich war die Vorletzte. Genau, also 89 wurde ich eingeschult und wir haben auch die ganze Montur getragen. Und das ist ja, wir sind ja eingeweiht worden in den Kreis von Jugoslawien, von Jugoslawen. Wir haben noch auf Tito geschworen und jetzt noch so mit einer Perspektive von, also fast 30 Jahren, die da zurückliegen ist. Hast du noch eine jugoslawische Identität? Hast du überhaupt einen Bezug dazu? Hast du ein Empfinden gegenüber Jugoslawien? Ich würde sagen, dass es sogar für mich ganz wichtig ist. Und es ist ein Prozess, also der ist bei mir wirklich mit solchen Wechseln verbunden gewesen, wie ich Jugoslawien sah und sehe. Also ich bin da viele Meinungen durchlaufen letztendlich in meinem Leben. Als dann der Krieg war, als wir in Sarajevo belagert wurden, ich war ein Kind, aber ich hatte dieses schlichte Denken verinnerlicht, dass ich behaupte mal damals so Straßen-Selbstverständlichkeit war, dass es letztendlich die Jugoslawen sind, die uns da gerade beschießen. Also das sind die Leute, die es uns übel nehmen, dass wir uns von Jugoslawien abspalten wollten. Kurz zuvor hatte ich es als Kind eigentlich als eine gigantische Tragödie erlebt, dass man sich von Jugoslawien überhaupt abspalten möchte. Denn meine Identität als Pionier, das war mir ganz wichtig. Das hing auch biografisch damit zusammen, dass ich aus einer überzeugt jugoslawischen Familie stammte. Meine Eltern waren, wie gesagt, also eine multikulturelle Ehe. Beide waren auch selbst schon Kinder von Mischehen. Und mein Großvater Schewkia war ein Partisan, ein Kriegsheld, ein überzeugter Kommunist. Seine Schriften, er hat an der Philosophischen Fakultät Sarajevo gearbeitet, da ging es nur um Kommunismus und Atheismus. Also der Mann war so ein bisschen, ich sag mal, er war so wirklich klischeehaft, so wie man sich auch vielleicht Kommunisten vorstellt. Und dann aber im Krieg, vielleicht auch aufgrund dieses Traumas, dass ich dieses Land, dem ich mich so verbunden gefühlt habe, das ich leidenschaftlich geliebt habe, Jugoslawien, ich war so ein richtiger kleiner Patriot mit der Petokraka auf der Stirn und allem drum und dran. Dieser Zusammenbruch und dann der Krieg sorgten dafür, dass ich einen unfassbaren Hass auf diese Idee Jugoslawiens empfand. Und dann entwickelte ich mich zumindest in den Kriegsjahren zu einem kleinen bosnischen Nationalisten und dachte mir so, nee, wir für uns. Man merkt, was passiert, wenn man sich mit anderen gemein machen will. Und heute bin ich wieder dann, man wird ja älter, man liest dann, man bekommt ein vielschichtigeres Bild und man bemerkt oder ich bemerke, dass mein Vater recht hatte, der sagte, dass diejenigen, die den Krieg damals betrieben haben, dass die am allerwenigsten eigentlich etwas mit der Idee Jugoslawiens zu tun haben. Mit der Idee dieses Völkerstaats, wo man zusammenlebt und sich ineinander verliebt und miteinander befreundet ist. Selbstverständlich hatten diejenigen, die den Krieg betrieben haben, diese Idee pervertiert. Also man konnte aus der Idee dieses Landes eigentlich keinen Krieg herleiten, der innerhalb dieses Landes stattfindet. So dass ich wieder meinen Frieden mit Jugoslawien geschlossen habe und eigentlich wirklich mit großer Melancholie an dieses Land zurückdenke. Mhm. Ja, es ist interessant.
Ja, vieles auch von dem, was du sagst, kenne ich auch als meine Erfahrungen von dieser Stadt. Das kann nichts Gutes gewesen sein, wenn er so 91 geendet hat. So, das war so Ja. ein starkes Gefühl, das ich hatte, um dann erst später, viele Jahre später, ein Gefühl zu bekommen, wie wunderbar diese Idee war und wie sie auch wirklich in Teilen richtig gut geglückt ist. Es ist Ja. einfach nur das fatale Ende dieses Landes, das mir so viel Schmerz zubereitet hatte, dass ich eine Zeit lang gar nicht sehen konnte, wie wunderbar diese Idee war, dadurch, dass ich eben auch ich als Kriegsflüchtling mich nur an die Wunden daran erinnern konnte. Aber dass die Sachen nicht nur schwarz und weiß sind, auch nicht in Kriegszeiten, möchte ich hier erwähnen, dass du eigentlich sehr lange in Sarajevo warst, im Bosnienkrieg. Ja, bis Und Oktober 94 bis war Oktober das. 94, also das ist de facto ein Jahr bevor der Krieg geendet hat, von den insgesamt 4 Jahren. Und sogar, wenn wir schon von Rockmusik, von Metal sprechen, wurde sogar im belagerten Sarajevo gab es ja das Festival Rock Under the Siege, bei dem zum Teil Jungs, die Soldaten waren, dann am Wochenende nach Hause kamen und abgerockt haben, vor Menschenmassen, oder dass Bruce Dickinson ein Konzert gehalten hat und dass darüber Ja. auch einen Dokumentarfilm gibt, Scream for Me Sarajevo. Ja, Musik gehört offensichtlich nicht nur für deine Figur und für dich dazu, sondern es ist auch ganz wichtig, glaube ich, auch um Trost zu geben für viele andere Leute. Aber Absolut. du hast gesagt, zum Thema Jugoslawien sich verlieben, und ich würde das gerne als Brücke nutzen. Auch wir haben gesagt, es ist ein Roman über das Erwachsenwerden, ein Coming of Age, aber es ist eigentlich auch ein Liebesroman. Ja. Ja, wir haben hier die Fragen der Identität, also wir haben uns darüber eigentlich gestreift, darüber konnte man sich noch viel mehr unterhalten. Wir haben über die Punkmusik gesprochen, wir haben über die Frage von Herkunft und Zugehörigkeit. Aber Sabahudin, der verliebt sich. Genau, es ist der Roman einer ersten Liebe und einer der ersten Arbeitstitel, so ein Roman durchläuft mehrere Arbeitstitel und ich fing eigentlich nur eine Erzählung an. Ich wollte gar keinen Roman schreiben. Ich dachte, es wäre eigentlich ganz witzig, wenn ich was über diese Punk-Zeiten in den 90ern schreibe, ich kenne mich ganz gut aus und es ist immer ganz gut, über Sachen zu schreiben, mit denen man sich auskennt. Und der Arbeitstitel war dann die erste Liebe. Und später sagte mir eine Freundin, es gibt doch diese Erzählung, diese berühmte von Turgenew, die erste Liebe. Und die habe ich dann nebenbei gelesen, während ich am Roman geschrieben habe und dachte, ja, ganz genau, darum geht es, die erste Liebe. Genau, es ist der Roman einer ersten Liebe, die erste richtige tiefe Liebe, die ist ja ganz wesentlich fürs Erwachsenwerden. Also man verliebt sich ein paar Mal, aber die erste Liebe ist dann so dieses besondere Große. Und ganz wesentlich für den Roman ist die Tatsache, dass als wir Sabahudin am Anfang kennenlernen, ist er noch gar nicht aufrichtig zutiefst verliebt, sondern er bewundert vielmehr eine Kollegin, eine ältere Punkerin, mit der in der Band ist, Ursel, wir haben von ihr gehört, aber er verehrt sie eben, wie man so einen Totem verehrt, weil sie cool ist, weil sie zu dieser Szene gehört. Das ist natürlich nicht Liebe. Und dass dann Sabahudin oder das Budo so ein bisschen zu dieser Liebe kommt, dass er lernt, was Liebe ist mit einem ganz anderen Mädchen, dann im Verlauf des Romans ist ganz wichtig, ein ganz wichtiges Motiv des Romans. Ja. Ich finde, oder Autorinnen und Autoren heute sind sehr vorsichtig, wenn es um den Liebesbegriff geht, weil sie befürchten, man könnte ihnen vorwerfen, dass es was Kitschiges ist. Aber ich finde so, die Liebesthematik ist eigentlich ziemlich unerschöpflich und es gibt die unerwiderte Liebe, die war wichtig für meinen zweiten Roman und hier ist es die erste Liebe. Und ich fand es ganz toll, darüber zu schreiben. Also es war ein Riesenspaß eigentlich. Ja, ich habe es auch wirklich sehr genossen. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Immer diese Angst, ach, wird es jetzt zu kitschig? Oder vielleicht auch, weil man sich selber nicht zugeben möchte, dass man eigentlich auch, wenn Liebe kitschig ist, dann mag ich Kitsch. So, aber ich glaube, es Genau. geht sehr viel darum, wie ehrlich man ist sich auch selber gegenüber und was darf man laut sagen, aber was genießt man trotzdem beim Lesen. Und ich traue mich hier laut zu sagen, dass ich deine Liebesgeschichte sehr, sehr gerne gelesen habe. Genau, man darf sich ja auch nicht Ketten anlegen. Also für mich ist so gefühlvoll eigentlich ein gutes Wort. Ich merke auch, dass es in der deutschsprachigen Literatur durchaus Tendenzen gibt, dass man sehr so kaltblütig distanziert schreibt, dass man sich nicht so diesen niederen proletarischen Gefühlen hingibt. Aber wie gesagt, also ich stamme aus einem Land der Proletarier. Ich war jung, Pionier. Für mich sind Gefühle was Gutes. Und ich sage, dass es entscheidet darüber, wie man darüber schreibt, nicht tatsächlich, ob Gefühle überhaupt sein dürfen und ob man über die Liebe schreiben darf, sondern wie man es tut.
Ja, und zum Ausklang unseres Gesprächs bitte ich dich noch einen zweiten Teil zu lesen. Wir werden jetzt in die Welt einer Punkband aus Calvusberg eintauchen und wie so ein Auftritt von ihr aussieht. Genau, wie so ein Auftritt aussehen kann, der dann leider, muss man sagen, gar nicht stattfindet. Und zwar, hier treffen wir die Band dann in Potsdam. Sie haben sich unheimlich gefreut, dass sie in einem besetzten Haus namens Hindi spielen können. Das ist ein ruhmreiches, vom Punk an besetztes Haus, wo nur die coolsten Bands spielen dürfen. Und sie sind auserwählt worden. Sie fahren hin. Aber in Potsdam wartete niemand auf uns. Wir klopften und klingelten vergeblich. Das Hindi schien leer. Ungewöhnlich für ein besetztes Haus, die Bedrohung durch Nazis, Bullen, den Verfassungsschutz und Drogensüchtige machte die ständige Anwesenheit einer Rumpfmannschaft erforderlich. Es deutete aber auf nichts auf eine Räumung hin. Der Bordstein war wie gefegt und in den Fenstern kündigten Plakate und Flyer kommende Veranstaltungen an. Hauptsächlich Konzerte, darunter auch das heutige. Wo sind Sie denn? Ich habe Hunger, beschwerte sich Beppo. Wollten uns die Wichser nicht ein Mittagessen kochen? Da das Tor zum Innenhof des Hindi abgesperrt war, stellten wir den Sprinter auf dem Parkplatz des gegenüberliegenden Penny ab und latschten missmutig zu einem Straßenimbiss. Ein Wellblechcontainer, aus dem ein bärtiger Scherzbold uns Pommes und Pepsi reichte. Aufs Hindi zeigen, sagte er, so wie ihr aussieht, wollt ihr bestimmt in den Papageienkäfig. War so geplant, antworteten wir. Die sind alle heute Morgen nach Berlin. Er schwang die Arme, als würde er marschieren. Ein Ding, wie heißt es noch? Eine Demonstration mit Spinnern. Mit was für Spinnern? Na so, ihr wisst schon. Er hob den Spaten und hielt sich zwei Finger unter die Nase als Hitler-Schnorres. Mit Rechten. Einer von denen ist vor Gericht, glaube ich. Wieso haben Sie uns dann nicht Bescheid gesagt? Ärgerte sich Ursel. Sie wissen nicht zufällig, wann Sie zurück sein wollen, fragte Pirmin. Nee, woher denn? Die kaufen nur ihre Pommes bei mir. Wir aßen im Sprinter, rülpsten, furzten, deckten uns mit Schlafsäcken zu und warteten. Beppo quarzte, Pirmin las ein Buch über Thelonious Monk und Ursel spielte Mole Mania auf dem Gameboy, durch dessen transparentes Gehäuse man die Platine sehen konnte. Eigentlich gehört er mir. Sie hatte ihn sich vor über einem Jahr ausgeliehen, um sich damit die Zeit auf Pastellogrammtouren zu vertreiben. Beppo beharrte immer wieder darauf, dass ich ihn zurückfordern müsse. Keine Ahnung wieso. Ich hatte kaum je damit gespielt und meine Schwestern hatten die Playsy. Ursel hingegen besaß weder eine Konsole noch einen Computer. Die Familie Spitz war zwar deutsch, allerdings weniger wohlhabend als meine. Das war auch der Grund, wieso meine Slaveneltern die Freundschaft zwischen mir und den Geschwistern Spitz beargwöhnten. Ihr Vater war Schrottler, die Mutter, eigentlich Stiefmutter, doch sie hatte die Geschwister großgezogen, putzte nachts den Cash and Carry. Die beiden konnten sich nicht einmal eine Mietwohnung leisten, in der jedes der drei Kinder ein eigenes Zimmer hatte. Wir hingen zwei Stunden lang im Sprinter rum, es dämmerte schon, doch von den Punks war weit und breit nichts zu sehen. Also dieser Abend ist noch beschissener als der von gestern, klagte ich. Wird gleich noch schlimmer, sagte Ursel. Sie zeigte auf den Streifenwagen, der auf dem Parkplatz gebogen war. Winzige Schneeflocken schwebten in den Lichtkegeln der Scheinwerfer. Sind bestimmt wegen uns hier. Jede Wette. Beppo, wach mal auf, Bullen. Mach, dass sie weggehen. Fuck, hier stinkt's immer noch nach Gras. Einer der Bullen, er schien der Dienstältere zu sein, stellte sich vor den Iveco und kurbelte in der Luft rum. Dann zog er den vollen Amerikaner ab. Ausweis und Fahrzeugschein bitte. Der Halter ist Ihr Vater, Frau Spitz, das richtig, ja? Ihr Nachname lautet aber anders als der von Ihrem Vater. Aha, nicht Ihr Vater. Ich möchte Sie bitten, aus dem Fahrzeug zu steigen. Öffnen Sie die Seitentür. Was ist das? Und was wird damit verstärkt? Musikanten sind Sie. Öffnen Sie bitte den Gitarrenkoffer. Auch den da, ja. Was ist das für ein Symbol? Und das hier? Nicht verfassungsfeindlich. Und was riecht hier so? Der Russe hat Blähungen, sagen Sie, Herr Hatschi, wie spricht man das aus? Immerhin habe er nicht verlangt, meinte Ursel später, dass wir die Rückwände der Lautsprecherboxen und Verstärker abschraubten. Ein Blick in die Bassdrum reichte ihm, dabei rutschte er von der Trittstufe des Sprinters ab. Au, au, au. Die Bullen zogen davon, die Hausbesetzer humpelten an. In einen Hinterhalt seien sie geraten. Bekannte Nazi-Huls vom Dynamo. Au, au, au. Ja, ne, was?
das Konzerthalle Bauhaus, meinten sie. Haben es euch die anderen nicht gesagt? Fragte Malte, Antifant im dreckshässlichen schwarzen Adidas-Sportoberteil. Nach seiner Begegnung mit dem Faschus sah er aus wie ein Rebhuhn, das unter den Mähdrescher geraten war. Welche anderen? Fragte Beppo. Na, die andere Band, die ich heute Abend spielen sollte, sie haben gestern abgesagt, da kam das mit der Demo auf, da haben wir die Sache abgeblasen, also das Konzi, meine ich. Ja, da habe ich die anderen drum gebeten, dass sie euch Bescheid sagen, damit ihr nicht umsonst herfahrt. Welche anderen? Na, die andere Band, die heute Abend auch spielen wollten, aber nicht konnten, da ist einer vom Hund gebissen worden oder so. Wie heißen sie nochmal? Keine Ahnung, Malte, wie heißen sie denn? Anarcho-Kings, heißen sie so? Woher soll ich das wissen? Ursels Schärfe traf Malte ziemlich. Wäre er nicht verdroschen worden, hätte er, Potsdams Antifa-Macker Numero Uno, sich diesen Ton von einem Mädchen nicht bieten lassen. Aber Nazis hatten ihn geknechtet, er war quengelig, runzelig, winzelig, ein Neugeborenes. Wir haben gemeint, sie geben euch Bescheid. Die heißen Arachnotron, rief Beppo. Er war zum Eingang des Hindi gelaufen, um sich die Flyer anzusehen. Geiler Name eigentlich. Sie haben versprochen, sie sagen euch Bescheid. Darauf hast du dich verlassen, wir kennen die doch gar nicht. Wie wollten sie das denn machen, uns irgendwas Bescheid sagen? Ich weiß nicht, ob euch anrufen? Wo anrufen? Auf dem Handy? Wir haben kein Handy. Es ist 98, da hatten wir noch kein Handy. Nee, habt ihr nicht. Ihr braucht Handys. Plötzlich brach er in Tränen aus und quakte, ach Mensch, schaut mich doch an, schaut, was sie mir angetan haben. Dann rannte ins Hindi und eine Ferse schlüpfte ihm aus der dreckshässlichen schwarzen Samba. Kann ich euch wenigstens etwas zu essen anbieten, fragte ein Mädchen, das trotz zertrümmerter Nase grinste. Nichts hassten Nazis mehr als Flintenweiber. Uns war indisch versprochen worden. Also ich koche heute bestimmt nicht, sagte sie. Das Flintenweib rotzte Blut auf den Asphalt, verzog das Gesicht vor Schmerz. Ich bestelle uns auch Pizza, okay? Spinat und Ananas, sagte Ursel. Boah, das ist das Widerlichste, was ich je gehört habe, antwortete das Flintenweib. Nachdem wir uns die Pizzen reingefratzt hatten, gammelten wir auf den Sofas in der leeren Hindi-Bar rum. Kein Konzert, aber immerhin Essen und Räumlichkeiten, bei denen man nicht an verlassene Gefängnisse der Sowjetunion dachte. Natürlich dauerte es nicht lange, bis die ersten der kürzlich misshandelten Knilche Ursel ankrochen. Zeckenbuben betrachteten die Szene als ihr kleines Königreich, das Mädchen einzig betrat, um flachgelegt zu werden. Ursel hatte sich im Schlafsack eingekuschelt und zockte wieder Mole Mania. Da setzte sich die größte Flachzange Potsdams zu ihren Füßen und bemerkte verschmitzt, sie sei ganz weg, seine Gefangene. Ursel weigerte sich, vom Gameboy aufzuschauen. Diese kleine Maschine unterwirft dich, sagte er. Statt Subjekt bist du Objekt. Drückst auf den richtigen Impuls in Knöpfe. Total Flow, muss mal Frederick Jameson lesen. Piss dich, sagte Ursel, und der Gameboy pflichtete ihr bei. Blip, flip, blip. Die Flachzange schlich besiegt hinter die Theke. Er war immerhin originell, stellte ich später fest. Sonst kommen sie doch immer mit Marx und Engels. Muss mal Ferdinand Jackson lesen, äffte Ursel den Typen nochmal nach. Was ein Tschucke-Karla, sagte ich. Ursel wieherte vor Lachen, strampelte im Schlafsack. Tschucke-Karla war ein Kalusberger Schimpfwort. Selbst andere Pfälzer kannten es nicht. Es bedeutete Hundefresser. So nannte man nur die allerekligsten Loser. Das war die zweite Stelle. Ja, ich danke dir dafür und wir kommen auch zum Ende unseres Gesprächs. Ich möchte dir noch einmal danken, dass du bei uns Gast warst, dass wir gemeinsam Krach vorgestellt haben. Ich hoffe, dass wir auch dem Publikum Lust gemacht haben, in die Buchhandlungen zu gehen und die Läden zu stürmen, um das Buch zu kaufen und auch damit sie sehen, warum Budo oder warum Gansi eigentlich kein Katzenhusten ist. Und was das genau bedeutet, da muss man schon dann das ganze Buch lesen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, dann sage ich dir Hvala i Vozdra. Vozdra, vidimo se.